Ja, hallo und herzlich willkommen im Wald. Es ist Winter. Ich weiß nicht, woran ihr jetzt genau das vielleicht schon bemerkt haben könntet, aber vielleicht habt ihr es ja schon bemerkt. Ich mache einen kleinen Spaziergang. Ich wollte ein bisschen was aufnehmen. Eigentlich sollte es gerade nicht schneien, tut es aber. Das macht jetzt die Sache ein bisschen schwieriger, weil Wasser- und Kameratechnik verträgt sich bei mir immer noch nicht besonders gut. Hätte ich mal die wasserdichte Variante mitgenommen, habe ich aber nicht. Dementsprechend versuche ich mich ein bisschen kurz zu fassen, auf technischen Gründen. Eigentlich würde ich ja gerne ein bisschen mehr erzählen, aber gut, so ist es nun. Ja, was sehen wir hier? Wir sehen hier eine Winterlandschaft und in dieser Winterlandschaft sehen wir diese lustig abgerundeten Felsen. Da kann der Schnee nichts dran ändern, dass man das schön erkennen kann, dass die so eine lustig rundliche Form aufweisen. Und da spricht man, das ist Granit, ne? Da spricht man von der sogenannten Wollsackverwitterung. Weil ein Granitfelsen, wenn er lange genug in der Landschaft rumliegt, an sämtlichen Kanten, vor allen Dingen an den Kanten, durch die Elemente, durch Regen, durch Schnee, durch schmelzenden Schnee, durch Wind und generell einfach durch Wetter, immer an den Kanten vorzugsweise abgeschliffen wird. Warum? Naja, die Kante hat halt eine höhere spezifische Oberfläche, damit eine höhere Angriffsfläche für auch chemische Zersetzung, sprich die saure Komponente des Regens. Ein Regen ist zu einem gewissen Anteil immer ein bisschen sauer. Also ich meine jetzt gar nicht den klassischen sauren Regen. Jeder Regen ist immer ein bisschen sauer. Selbst destilliertes Wasser wirkt zum Teil leicht sauer durch eben diesen Dipol, der dem Molekül zu eigen ist. Die Chemiker unter uns werden wissen, wovon ich rede. Und damit löst Wasser super schwache, aber doch eben sehr, sehr häufig vorkommende Säure nach und nach so einen Stein auf. Und das Erste, was sich eben auflöst, ist eine eckige Struktur dieses Steins. Der wird immer über seine komplette Oberfläche, zumindest seine obere Oberfläche, benetzt. Immer da wirkt das Wasser. Und damit wird die Oberfläche immer mehr abgetragen bis hin zu einer Struktur, die das perfekte Verhältnis von Volumen mit einer vergleichsweise kleinen Oberfläche hat. Und das ist eine Kugel. Ja? Bei einer Kugel haben wir eine im Verhältnis zum Volumen des Körpers super geringe Oberfläche. Und das entsteht mehr und mehr, wenn eben die Oberfläche das ist, was abgetragen wird. Und was anders als die Oberfläche soll denn da auch abgetragen werden? Das wäre ja völliger Unsinn und gar nicht vorstellbar. Also, Wollsackverwitterung hier schön im Winter führt auch bei Steinen, die man gar nicht sieht, wie diesem Exemplar hier, zu einer entsprechend rundlichen Schneebedeckung. Ne? Also eine ganz, ganz schöne Sache und macht die Winterlandschaft hier im Nordschwarzwald natürlich noch mal um einiges hübscher, wenn dann diese tollen runden Schneebuggel, teilweise mit ein bisschen unten rausguckendem Stein, der dann noch Reste von Grün aufweisen kann, aufgrund von Moos zum Beispiel. Das ist wirklich was Schönes. Ich sehe mir das super gerne an und deswegen bin ich jetzt zum Genießen eben auch hier. Ja, Moos hat da einen Vorteil. Wenn man nämlich an einer senkrechten Wand hängt, dann wird man nicht so schnell zugeschneit. Und da Moos ab Temperaturen von 5 Grad oder wärmer auch schon wieder ordentlich arbeiten kann und dann von oben, vom schmelzenden Schnee, sollte es jetzt spontan 5 Grad warm werden, auch jede Menge Wasser verfügbar ist und nehmen wir mal an, hier auch dann Licht auf das Moos fällt, könnte das Moos in dem Moment auch schon wieder weiter wachsen, weil es eben den Vorteil hat, an seiner 90 Grad Wand, senkrechten Wand, eigentlich außer von seitlichem Schnee mit nichts zugeweht zu werden. Da jetzt aber das da eine offensichtlich recht windstille Stelle ist, sonst wäre da nämlich Schnee, ja, das Zeichen, dass da kein Schnee ist, ist eindeutig dafür, dass es eine windstille Stelle ist. Ist auch interessant, wenn man jetzt als schutzsuchender Wanderer im Winter eine windstille Stelle sucht und findet eine Wand, die offensichtlich nicht schneebedeckt ist, dann ist man an dieser Wand möglicherweise vor Selbrigen ein wenig geschützt. Jetzt ist das natürlich zu klein, ja, aber das ist grundsätzlich was man einfach im Hinterkopf behalten könnte und sollte. Und hat da dann den ein oder anderen Vorteil sicherlich draus. Ja,
Also das Moos kann loslegen, sobald es warm wird. Alles andere, was noch Schnee drauf hat, muss erst warten, bis der geschmolzen ist. Also ein Vorteil. Ja, sehr schön und sehr beliebt sind in solchen Winterlandschaften natürlich solche Zweige hier, an denen der Schnee so schön haften bleibt und die Nadelbäume weiß macht. Und das ist ja auch das, vielleicht eines der, Entschuldigung, ich muss atmen und husten, typischen Bilder von Winterwäldern, wie man sich das so vorstellt, mit eben diesem Schnee, der da an den Nadeln hängt. Das kann durchaus aber auch für die Bäume ein Problem sein, denn wenn man jede Menge Nadeln hat, an denen, Entschuldigung, muss die Kamera wieder festmachen, so ein Schnee hängt, der ist natürlich schwer. Ja? Das ist ja nicht nur hübsch, sondern hat auch durchaus ein gewisses Gewicht. Und gerade wenn der jetzt festfriert an den einzelnen Nadeln und dann taut er ein bisschen, dann friert er wieder fest. Und dann kommt neuer obendrauf und taut ein bisschen und friert wieder fest. Können da letztendlich irgendwann ziemlich große Eismassen an so einem Zweig hängen. Und je nachdem, wie weit der Zweig jetzt vom Stamm weg ist, ne, in diesem Fall nicht besonders, aber wenn das jetzt ein weit ausladender Baum wäre, ist noch ein junger, aber nehmen wir das einfach mal an, dann sind irgendwann die Hebelkräfte, die von einem so völlig vereisten Zweig ausgehen, durchaus nicht zu missachten bzw. nicht zu vernachlässigen, und das kann dann eben zu Schneebruch führen. Schneebruch ist das Abbrechen eines Astes oder eines ganzen Baumwipfels, theoretisch gibt es auch, unter dann teilweise noch Einfluss von Wind, nachdem da eben ein enormes Gewicht an Schnee dranhängt und die Statik des Baums nicht unbedingt gerade vorteilhaft verändert. Das ist insbesondere auch dann ein Thema, wenn jetzt zum Beispiel ein Baum am Waldrand steht und der Schnee weht dauernd nur die eine Seite vom Baum zu, weil die andere Seite dann logischerweise ein bisschen besser vom Wetter geschützt ist. Dann gibt es also eine massive Verlagerung des Gewichts zur waldabgewandten Seite, und das kann dann also auch durchaus mal ganze Baumfällungen, also Baumfallen eher zur Folge haben. Also ist ein Thema. Gebirgsbaumarten, die dann auch das Leben im Gebirge gewohnt sind und ihr Leben lang im Gebirge rumstehen, und zwar im Hochgebirge, wo wirklich dauernd jeden Winter der Schnee zum Problem werden kann, sind dann dahingehend angepasst, dass sie einfach, da müssen wir jetzt ein bisschen uns umgucken, ja. So in die Richtung, keine weit ausragenden Äste überhaupt mehr machen. Hier haben wir es mit so Mittelbäumen zu tun. Wir haben hier zwar regelmäßig Winter, aber dann doch keine so heftigen Winter, dass die Bäume schon eine deutliche Anpassung ihrer Kronenmorphologie, also der Form, wie die Krone aussieht, Morphologie, zeigen. Außer da oben geht es langsam so ein bisschen los. Ne? Der hier steht schon so exponiert, der hat keine wirklich langen Äste mehr. Der da schon noch. Und so ein Winter wie dieser, der könnte ihm mit so einem Ast theoretisch schon zum Verhängnis werden, dass der dann abbrechen könnte. Das wär gar nicht so unrealistisch. Ne? Es ist immer so ein Plus-Minus-Spielchen. Wenn du weitgehende Äste hast und ausgreifende Äste hast, dann hast du natürlich mehr Photosynthesefläche als Baum. Aber wenn dann doch halt mal ein Winter mit Schnee kommt und mit viel nassem Schnee, das ist ja das nächste Problem, ist es besser, wenn man eher so ausschaut. Hier, sowas. Ja? Dann hat man aber eben im Sommer wieder Nachteile. Also alles Pro und Contra und hängt auch ein bisschen von der Baumart ab. Douglasien, die hier zum Teil rumstehen, haben zum Beispiel eine eher breitere Krone, wobei ich jetzt ganz ehrlich, im beschneiten Zustand möchte ich mich gar nicht trauen, jetzt wirklich an rein aus der Ferndiagnose sagen zu wollen, welche Baumart welche ist. Dafür war ich dann im Winterwald noch nicht oft genug baumbestimmend unterwegs, aber Douglasien haben zum Beispiel generell eine etwas breitere Krone als eine Fichte. Die Fichte ist ja eine Hochgebirgsbaumart, die Douglasie ist es nicht wirklich. Fichte kann sich dann schnell an auch eine Berglage anpassen. Wir sind hier auf etwa 800 Meter ungefähr, nicht ganz, so irgendwas um den Dreh. Also da geht es langsam los mit der morphologischen Anpassung der Baumkronen an eben die Höhenlage. So langsam, ja, noch nicht so richtig. Eggede, eggede, eggede. Alles nicht so einfach mit Schnee. So,
Was gibt's zu essen? Also für mich, das, was ich mitgebracht habe. Was kann ich hier finden? Nahezu nichts. Ein bisschen was. Ja. Aber Winter ohne Vorräte überleben für ein Säugetier wie uns, die wir im Grunde ein nackter Affe sind, der sich Klamotten angezogen hat, dankenswerterweise, sonst hätte er ein Problem. Aber da haben wir schon wirklich massive Schwierigkeiten. Und dann ist das einfach kein Lebensraum, zumindest nicht im Winter, in dem wir nennenswert klarkommen könnten, sollten, macht die Sache wirklich relativ schwierig. Aber wenn wir jetzt ein Reh wären oder auch ein Stück Rotwild oder Dammwild oder Sika-Wild oder lasst euch was einfallen, jedenfalls jemand, der in der Lage ist, mit zellulosehaltiger Nahrung was anfangen zu können, also zum Beispiel Knospen, dann müssten wir uns genau auf diese auch konzentrieren, denn wir können nur das fressen, was aus dem Schnee rausragt. Selbst Rentiere, Gerüchten zufolge, haben da die Weibchen deswegen auch ein Geweih, damit sie damit den Schnee wegfegen können, um unter dem Schnee Nahrung zu finden. Das passiert auch im ganz geringen Umfang wirklich hin und wieder mal ein wenig. Aber ist wahrscheinlich nicht wirklich der Grund, denn das kostet zu viel Energie. Große Huftiere überleben den Winter einfach dadurch, dass sie Energie einsparen, legen vorher große Futtervorräte an und knabbern im Winter dann nur das bisschen, was sie finden können. Das würde bei normalem Stoffwechsel auch nicht reichen, um durch den Winter zu kommen. Drum ist es eben auch wichtig, dass sie in einen Wintermodus, einen Energiesparmodus schalten. Aber was sie dann halt doch noch zu knabbern finden, insbesondere hier in unseren Breiten, sind eben all die Dinge, die aus dem Schnee herausragen, und prädestiniert sind da selbstverständlich junge Bäumchen, die eben Knospen haben. Ne? Also am Ende von einem Zweig findet üblicherweise man eine Knospe, und diese Knospe enthält quasi das komplette neue Blatt fürs nächste Jahr bei wechselgrünen Baumarten, also Baumarten, die im Winter ihr Laub, im Herbst ihr Laub abwerfen, für den Winter so rum. Und diese Knospe ist also damit ein hochkonzentriertes Nährstoffreservoir. In der fertig ausgebildeten Knospe besitzt das komplette Blatt fürs nächste Jahr mit sämtlichen Inhaltsstoffen wie Calcium, Magnesium, Kalium, Phosphat und anderen lustigen Dingen, sitzt da alles konzentriert schon drin. Das Einzige, was das Blatt noch tun muss, dann im Frühjahr, um wirklich auszutreiben und zu einem Blatt zu werden, das man auch als solches sehen kann, ist mit Wasser aufgepumpt werden. Ja? Dadurch wird die Knospenhülle, die auch als Frostschutz dient, die recht feste, stabile Knospenhülle, wird dadurch aufgesprengt. Das Blatt kommt zum Vorschein, quillt auf. Deshalb sind Blätter im Frühling auch erst so zart und sanft und weich. Und man kann auch Baumblätter im Frühling zum Teil essen. Also die allermeisten. Nicht, dass die schmecken würden, also mir zumindest nicht. Aber man kann es, einfach weil da außer Wasser und die Essenz des Blattes noch nicht viel anderes drin ist. Irgendwelche Stoffe, die verhindern sollen, dass das Blatt gegessen wird. Daran hat eine Pflanze meistens kein Interesse daran, zum Salat zu werden. Die werden erst dann nach und nach eingelagert und sind in der Knospe noch nicht enthalten, sondern wirklich erst die grundlegende Struktur und die wesentlichen Nährelemente, die absolut... Oh. Ja, die bringen wohl Grüße aus Grönland. Da habe ich, glaube ich, zuletzt wirklich welche so nah gesehen. Das sind Kolkraben, was wir hier gerade gehört haben. Und ich konnte sie auch gerade fliegen sehen. Ah, wunderbar. Im Winter besonders häufig anzutreffen. Größter Krähenvogel, Rabenvogel, wenn man so will. Ich weiß immer nicht, was korrekt ist. Das müsste ich jetzt nachlesen. Der Welt, meines Wissens. Ja, unglaublich tolle Tiere. Faszinierend und auch ausgesprochen klug. Ich gehe mal ein Stück weiter. So, in der Theorie führt hier eine Treppe hoch, da, aber aufgrund der unteren Stufen, die jetzt so aussehen, wie sie aussehen, und der Tatsache, dass ich eine Kamera dabei habe, die ich auch irgendwo heben muss. Ja, ich kann sie in den Rucksack stopfen, aber dafür bin ich schlicht und ergreifend zu faul. Aber die sehen auch sonst nicht besonders vertrauenserweckend aus. Geht da nicht hoch. Das wäre ein unnötiges Risiko. Man kommt von der anderen Seite relativ gut hoch und daher schleiche ich mich hier mal ein wenig durch die Felsen.
Nee, ihr seht, Felsen, auch hier wieder jetzt natürlich, klar, dass das eine schneegeschützte Stelle ist, muss ich niemandem erzählen. Und die ist sogar so schneegeschützt, dass es hat übrigens leicht aufgehört zu schneien. Das ist gut, dann kann ich doch ein bisschen länger filmen. Hier hätte man auch einen kleinen Ort, wo man zumindest mal seinen Rucksack schneegeschützt deponieren könnte, um die Ausrüstung zu sichern, wenn man jetzt eben was dabei hat, was besonders empfindlich auf Nässe reagiert, wo ich jetzt theoretisch auch die Kamera unterbringen könnte und mich hier in den Schnee hocken und euch langfristig was erzählen. Aber dafür ist diese Stelle dann doch nicht ganz so gut geeignet. Es gibt noch einen kleinen Weg hier wieder runter. Da gibt es zumindest einen Trampelpfad lang. Ich würde mal gucken, ob ich dem gefahrlos folgen kann. Und sonst gehe ich den gleichen Weg zurück, den ich gekommen bin. Ein schönes Beispiel für eine Knospe haben wir hier noch. Das ist ein Bergahorn. Der hat schön große, schön sichtbare Knospen hier in Grün. Diese knallgrünen Knospen, das kann man sich schon mal merken, wenn man das Gefühl hat, es könnte ein Bergahorn sein, der hat so knallgrüne Knospen, dann ist das wahrscheinlich auch. Ne? Ich habe Knospenbestimmung lange nicht mehr gemacht. Ich wollte dazu auch noch mal ein Video machen, vielleicht auch noch diesen Winter, aber dann muss ich mich erst noch mal in die Thematik etwas tiefergehend einlesen. Deshalb vorläufig nur etwas mit weniger Details. Ne? Hier nochmal diese Wollsackverwitterung. Eben der Stein verwittert nach und nach in eine immer rundlichere Form. In den einzelnen Klüften, die ursprünglich mal in diesem massiven, kantigen, eckigen Felsklotz vorhanden waren, ist dann das Wasser auch eingedrungen, hat da eben auch mit seiner Säurewirkung nach und nach ein wenig Stein aufgelöst und überall da, wo halt eine Oberfläche zu finden war und das Wasser hinkommen konnte, findet damit eben diese Abrundungsreaktion statt. Ja, mal gucken, was ich noch so finde. Ja, hier haben wir jetzt sogar eine Pflanze, die im Winter, obwohl sie kein Nadelbaum ist, offensichtlich noch ein paar grüne Blätter aufweist. Genau genommen sind das zwei Pflanzen. Wir haben hier einmal diese grünen Blätter. Was ist das? Das ist Brombeere, schlicht und ergreifend. Ja, hier hängt die Ranke. Und Brombeere hat nicht wirklich, ja, die ist nicht wirklich immer grün. Die muss schon neu austreiben jedes Jahr, aber ist mit Nährstoffen doch meistens so gut ausgestattet, dass sie sich keine große Mühe gibt, ihre Blätter nennenswert abzuwerfen im Herbst. Und guckt halt einfach mal, wie weit sie damit im Winter so kommt. Das ist damit eine große Ausnahme und sicherlich eine Besonderheit der Brombeere, die selten Erwähnung findet, aber eine gewisse Rolle auch für die Biologie der Art entsprechend spielt. Und ansonsten haben wir hier schön verpackt den berühmten Ilex aquifolium, einen unserer ganz, ganz wenigen, Efeu wäre zum Beispiel noch zu nennen, heimischen Laubbäume, in Anführungszeichen. Efeu ist ja auch nicht wirklich ein Baum und Ilex ist auch mehr ein Strauch als ein Baum, kann allerdings bis zu baumförmig, bisschen eher baumförmig wachsen, das ist nur recht selten, da müssen sie auch sehr alt werden, aber ist immer grün, wie man hier sehen kann, hat sehr stachliche Blätter, das tut auch richtig ordentlich weh, wenn man da jetzt massiv ohne Handschuhe reinlangen würde. Das dient als Schutz vor Fraßfeinden, dass also größere Tiere, die im Winter unbedingt frisches Grün haben wollen oder auch nicht frisches Grün oder zumindest irgendwas Grünes, würden dann sonst wahrscheinlich ziemlich am Ilex rumfuttern. Und drum hat der sich eben spezialisiert auf stachliche Blätter, die dann überhaupt nicht schmecken aufgrund der Stacheln. Und zweitens sind sie giftig und drittens haben sie eine widerlich schleimige Textur, wenn man da wirklich drauf rumkauen würde. Die allermeisten Pflanzenfresser mögen diese schleimige Textur nicht so gern. Das hat der Efeu auch, solche Schleimstoffe eingelagert, auch eben immer grün. Um im Winter nicht sofort aufgefressen zu werden von Pflanzenfressern, ist es hilfreich, wenn du schleimig bist. Im Fall vom Ilex wurde ihm mal nachgesagt, diese Schleimstoffe seien hilfreich bei Husten. Sehr passend.
Vielleicht sollte ich ein paar. Nee, ist giftig für uns. Also wenn, dann müsste man eben die Inhaltsstoffe irgendwie extrahieren und aufbereiten, damit man daraus eine Medizin herstellen könnte. Das gleiche gilt für den Efeu. Auch da gibt es diverse Hustensäfte, die durchaus auch helfen, die mit den Inhaltsstoffen von Efeu hergestellt worden sind. Ne? Feste, solide Blätter sind ganz, ganz wichtig, wenn man sie im Winter über behalten möchte, damit das Blatt eben nicht gefriert. Aber dazu hatte ich vor kurzem erst im Adventskalender was erzählt zu vielen Anpassungen von Bäumen und Pflanzen generell im Winter und mache mich daher wieder auf den Weg. So, schreibt gerne eine Beschwerde in die Kommentare. Jetzt zeigst du uns zum dritten Mal diese blöde Wollsackverwitterung. Das haben wir jetzt gesehen. Ja, habt ihr, aber vielleicht habt ihr noch nicht den Stamm gesehen, der hier jetzt dann rechts ganz langsam ins Bild rutscht, weil die Schwerkraft meine lose am Stativ befestigte Kamera dreht. Haha! Ja, und an besagtem Stamm sehen wir jetzt eben noch die Reste der nährstoffreichen Bestandteile der, der Borke, der inneren Borke, der Rinde, wenn man so will. Hier also dieses Zeug. Das ist das, was die ganzen Rindenbewohner, Käfer zum Beispiel, so lecker finden. Das fressen sie hier überall weg und darum hängt das hier auch nur noch so stückchenweise dran, weil das eben die Teile sind, die sie nicht rechtzeitig wegfressen konnten, bevor eben die Rinde abgeflogen ist und sich der Specht dann an allem bedient hat, was da noch nicht weg war zu diesem Zeitpunkt. Beziehungsweise eben nicht nur der Specht, weil um von diesem gedeckten Tisch dann alles runteressen zu können, was da noch so drauf kreucht und fleucht, dafür muss man gar kein Specht sein. Da reicht es, irgendwer zu sein, der halt hier einfach vorbeikommt und mit rindenbewohnenden Tieren was anfangen kann. Ne? Aber dass der Specht auch da war, sehen wir unter anderem hier. Da ein schönes kleines Spechtloch, ganz typisch, da hat er irgendwie wahrscheinlich, als die Rinde noch dran war, sich da einen Zugang gelegt bis zu dieser Stelle und dann eben da so weit reingearbeitet, bis er denjenigen gehabt hat, der da drin gehaust hat. Links neben dem offensichtlichen Spechtloch sehen wir noch ein kreisrundes Loch. Das könnte von demjenigen stammen, der da ursprünglich mal drin gewohnt hat, bevor eben der Spechten gekriegt hat. Ne? Ja, so ist das. Grausam, grausam in der Natur. Und genau so muss es sein. Ja, weil so ist es halt nun mal. Und wie es ist, ist es richtig, finde ich. Naja, jedenfalls, wir drehen ein wenig weiter, genießen noch ein bisschen den Winterwald und kriegen dann einen Hauch von Aussicht zu sehen. Viel mehr Aussicht gibt es heute nicht, liegt einfach schlicht und ergreifend daran, dass die Wolke am Berg hängen bleibt. Das habe ich auch schon oft erzählt, aber das ist eine ganz typische Wetterlage hier für unseren Westschwarzwald. Denn von Westen kommt eben die Wolke. Ein größeres Hindernis, an dem sie dann üblicherweise hängen bleibt, ist eben genau der Schwarzwald. Insbesondere diese Region hier vom Schwarzwald, das ist die höchste im Nordschwarzwald und dann bleibt man eben an den höchsten Bergen, also da vorne dann, die wir nicht sehen, da bleibt es dann besonders gerne hängen. Also geht es dann noch mal ein Stückchen höher, als ich entsprechend bin. So, und schließen wollen wir diese kleine Rundfahrt mit schon wieder Wollsackverwitterung. Aber in diesem Fall kann man noch ganz schön erkennen, wie ein Felsturm im noch nicht allzu sehr verwollsackverwitterten Zustand aussieht. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, wie das eben weitergeht, dass die einzelnen Wollsäcke hier, die einzelnen immer runder werdenden Steine, noch runder werden, dann werden die natürlich irgendwann auch nicht mehr aufeinander liegen und keine Haftung mehr haben, weil sie nicht flächig aufeinander liegen, sondern Rundung an Rundung aneinander hängen und dann ist irgendwann, ja, das dauert schon noch viele tausend Jahre dauern, aber irgendwann bricht der ganze Haufen hier dann auseinander und es kommen im Tal ein paar abgerundete, ja, Wollsäcke in Granitform
an und machen alles kaputt, was auf ihrem Wege im Wege ist. Denn wenn da so ein größerer Klotz da abbricht, der bremst erst, wenn das Gefälle zu Ende ist sozusagen. Ja, da sind auch ein paar Baumstämme im Weg. Also müsste schon was sehr, sehr Massives, hervorragend Verwurzeltes und davon ein paar hintereinander, dass eben die Energie dann auch wirklich verloren geht, da sein, um den zu bremsen. Hin und wieder kann man das in den Alpen mal wirklich sehen, dass ein Baum mit einer Deformation vor, also in Hangrichtung gesehen, unterhalb von einem Stein liegt, einem sehr, sehr großen Stein, und den offensichtlich tatsächlich gebremst hat. Der Stein ist dann meistens auch noch recht frisch, noch wenig bemoost, wenig Flechten drauf und irgendwie überhaupt keine Vegetation, auch noch gar keine Bodenbildung auf dem Stein selber. Und da es dann tatsächlich funktioniert, dass der Baum einen Stein mal gebremst hat. Aber das ist wirklich sehr selten. Da muss man eine Weile nachsuchen. Und spontan könnte ich euch auch gar nicht sagen, wo ihr sowas findet. Ich habe es aber schon 2-3 Mal, glaube ich, gesehen. Ja, wir drehen noch ein bisschen weiter, weil wir schon gerade dabei sind, und gucken noch ein bisschen hier in den Winterwald. Der Vollständigkeit halber, wir sehen hier jetzt einen größtenteils Fichte mit vereinzelt hier und da auch mal einer Tanne, Wald, und die Bäume sind alle schräg gewachsen, wie man hier schön, nein, Mist, sieht gar nicht, sieht nur so aus, weil ich schräg auf den Bildschirm gucke. Nein, Quatsch, wollte euch nur verarschen. typisch hier für die Höhenlage, der Schwarzwald war auf der Höhe, wo wir uns gerade befinden, nach dem Zweiten Weltkrieg weitestgehend kahl. Also da war hier wirklich kaum noch was da an Bäumen. Das lag an den Franzosen. Ich möchte Ihnen da auch gar keinen Vorwurf machen. Die sogenannten Reparationshiebe nach dem Krieg haben hier sehr stark stattgefunden. Und da man dann aber sehr gerne wieder bewaldete Hänge haben wollte, die heimische Bevölkerung, hat man halt das gepflanzt, was in so einer Situation am besten wächst. Und das ist bis heute so. Nach wie vor könnte man bei einem Kahlschlag dieser Größenordnung, also den kompletten westlichen Schwarzwald, der kahl ist, am besten und am einfachsten und am effizientesten aufforsten, wenn auch nicht besonders in die langfristige Nutzung gedacht, aber wenn du erstmal wieder Holz dastehen haben willst, dann wäre aus heutiger Sicht die Fichte noch immer ein Baum, der da eine größere Rolle spielen sollte. Ja? Dass Tannen auch noch da sind, liegt an der Tatsache, dass Tannen hier immer da waren, daher auch Tannensaatgut verfügbar war und man bei dieser großen Aufforstungsaktion teilweise sogar auch noch mit Tannen aufgeforstet hat. Damit sind wir hier in Deutschland auch absolut einmalig. Das gibt es sonst nirgends, aber auch das habe ich schon mehrfach erzählt. Und drum gehen wir jetzt auch wieder weiter. Da sind Eiszapfen. Zu Eiszapfen habe ich jetzt eigentlich nichts wirklich Sinnvolles zu sagen, aber die sind schön. Ich mag Eiszapfen. Ich bin ein großer, großer Eiszapf-Fan sozusagen. Schön. Toll, da freue ich mich. Die ersten Eiszapfen, die ich dieses Jahr von Namen zumindest sehe. Wirklich schön. Ich habe doch noch ein bisschen Aussicht gefunden. Das müsste zumindest anteilig Bühlertal sein, da hinten. Ja, toll ist das, wie die Wolken da reinziehen. Das gefällt mir immer so gut, wenn man so einzelne Wolken in der Landschaft hängen sieht, also auf niedriger Höhe vom Wald festgehalten. Da kann man sich dann auch gut vorstellen, dass es Kiefernarten gibt, die in der Lage sind, Wolken, die so in den Bäumen hängen, mit besonders langen Nadeln auszusieben sozusagen. Also die durchkämmen die Wolken, die da entlang ziehen, gibt es eher so in den subtropischen Lebensräumen, bei uns weniger, um eben an ihr Wasser zu kommen, weil es da so gut wie nie regnet, aber solche Wolken, die an ihnen entlang ziehen, die gibt's. Wer das zufällig kennt oder meint, das jetzt schon mal gehört zu haben, gibt es auf den Kanarischen Inseln. Die Kanarenkiefer macht sowas. Ja. So, und hier werden wir dann auch am Ende unserer kleinen Winterwaldbegehung angekommen. Nochmal
ja, wie ich finde, sehr schöne Kulisse. Es ist ohnehin so ein bisschen interessant, wenn Schnee liegt, hat man einfach irgendwie das Gefühl, gerade wenn es noch nicht lange Schnee liegt, ist ja schon eine Weile, aber hier bei uns durchaus schon eine Weile vorhanden, meine ich. Aber trotzdem hat man jedes Mal irgendwie das Gefühl, man könnte jetzt 7000 Schneefotos machen und die sehen alle total toll aus und im nächsten Winter macht man wieder 7000 Schneefotos, die sehen alle total toll aus und daher... Ja, da lag die im Schnee. Ja. Das war jetzt nicht so geplant. Das ist das Problem, ne? Stativ steht im Schnee nicht so wirklich überzeugend. So, jetzt. Diesmal steht's feste. Und nein, tut es nicht. Tut es nicht. Tut es nicht. Jetzt. Jetzt steht es feste. Jetzt ist zwar der Hintergrund nicht mehr so gut, aber damit müssen wir jetzt leben. Ne? So, was wollte ich denn zählen? Genau. Also, man hat das Gefühl, man kann quasi überall tolle Schneebilder machen und irgendwie macht man sie jedes Jahr wieder. Und darum habe ich mir abgewöhnt, zu versuchen, tolle Schneebilder zu machen. Ich filme heute. Und ja, allzu krasse Sachen habe ich jetzt halt nicht zu erzählen. Es ist wirklich nicht einfach, im Winter was zu finden, was man noch großartig erzählen kann. Das meiste ist so generell theoretischer Art. Das habe ich aber letztes Jahr, ich denke immer noch, es wäre 2020 irgendwie. Irgendwie ist für mich der Jahreswechsel erst dann passiert, wenn Frühling ist. Aber egal. Hatte ich das erst vor kurzem erzählt, drum will ich das diesmal weglassen und dann fällt mir jetzt hier gar nicht so viel ein. Es gibt auch wenig Pflanzen, die man identifizieren kann, die wirklich da sind, die sichtbar sind. Zu Schnee an sich, ne? Ja, das hier, das ist Schnee. Der ist, ja, Fluch und Segen. Aktuell freue ich mich noch sehr, sehr drüber. Wenn im April immer noch welcher da ist oder im Mai, kann auch passieren. Mitunter hier, also wirklich da auf unseren höchsten Bergen da drüben, kann es schon auch mal Maischnee noch geben, dass noch welcher da ist. Ja, in dem Moment wird er dann langsam zur weißen Scheiß. Aber momentan finde ich ihn noch sehr schön. Ja, und mal gucken, was ich damit noch anstelle, wie der Winter momentan aussieht. Und das ist ja wirklich großartig und das haben wir so nötig. Kann man noch eine Weile Spaß mit dem Zeug haben. Ja, wie gesagt, das wäre es von meiner Seite aus gewesen. Spannend ist eine Kleinigkeit vielleicht noch, für mich spannend. Ich wollte nur kurz erzählen, weil ihr seid gerade da und ich habe ja sonst niemanden zum Reden. Corona. und daher kurz die Info. Es ist wahnsinnig interessant, wie viele Hobby-Spaziergänger, also ja, Hobby ist schon zu viel gesagt, wie viele Amateur-Spaziergänger bei diesem Wetter unterwegs sind. Ne? Also ich habe eine gewisse Erfahrung, mich jetzt in so einer verschneiten Landschaft fortzubewegen und da keine größeren Schwierigkeiten. Ich will keine Felswände hochklettern. Das war es aber auch schon. Ansonsten kommt man wunderbar vorwärts. Teilweise ist das Begehen von schwierigen Gelände mit Schnee sogar einfacher als ohne, weil du halt überall in dem Schnee Grip finden kannst, auch an steilen Hängen, wo du ohne Schnee gar keinen Halt finden würdest, weil der Schnee ja schon eine gewisse tragende Wirkung, wenn er sich dann mal zusammenballt, haben kann. Und daher vieles ist da gar kein großes Problem. Ja? Und, aber Corona-bedingt hat man den Leuten ja alle anderen Möglichkeiten genommen, was sie in ihrer Freizeit machen sollen. Was machen sie also? Sie gehen in den Wald, sie gehen in die Natur, sie kennen sich da nicht aus, sind da ein bisschen amateurhaft unterwegs und ich habe hier so viele Leute über die völlig solide Gehbahnwege. Das ist total harmlos, wenn man dann halbwegs vernünftige Schuhe anhat natürlich. Also wirklich völlig harmlos. Hier rumschlittern und angstkriegend gesehen und ein paar durchaus mir nicht ganz unvertraute Szenen, wo ihr sagt, wie sie jetzt am besten aufzutreten hat, damit sie nicht wegrutscht und damit das Ganze sicher ist. Und es gibt erstaunlich hohe Quote an Händchen halten, jetzt hier eben in der Natur, die
ich will es nicht sagen, gefährlich ist, aber nicht ganz so komfortabel, wie sie es vielleicht meistens ist. Und mit Schnee wird auch aus dem deutschen Wald dann ein, ja, ich sag mal, ernstzunehmender Naturraum ganz schnell, wenn man ein bisschen weg ist vom Parkplatz, der einen Kilometer weg ist oder so. Ja, aber nichtsdestotrotz ist es interessant. Es ist wirklich eine spannende Beobachtung. Und gut, dass viele Leute im Wald unterwegs sind, muss ich niemandem erzählen, der letzte Zeit mal im Wald war. Die Parkplätze entlang der Schwarzwald-Hochstraße, die sind überfüllt jeden Tag. Ich habe mich jetzt heute mal hochgetraut, weil heute ein stinknormaler Donnerstag ist. Kein Feiertag, kein gar nichts. Und dachte, vielleicht finde ich einen Parkplatz. Aber beim Hochfahren, und wir sind umgezogen, wir wohnen jetzt recht nah dran, am Weg in die Berge, sage ich jetzt mal. Und beim Hochfahren kam noch im Radio ab, Sand, quasi keine Parkplätze mehr vorhanden, meiden Sie das Gebiet weiträumig, Sie kommen da nicht durch und. Irre. Und das ist jetzt schon seit 2 Wochen oder was so, dass man, wenn man nicht früh morgens losfährt, quasi keinen Platz mehr kriegt, um oben im Schnee irgendwas zu tun. Drum bin ich jetzt auch ein deutliches Stückchen drunter. Also noch ein Parkplatz vor den Dingern, die wirklich touristisch genutzt werden. 100 Höhenmeter tiefer als das meiste, was touristisch genutzt wird. Und so geht's. Ich bedanke mich fürs Mitkommen. Ich wünsche euch einen weiterhin tollen, möglichst kalten, möglichst nassen, möglichst ekligen, weil das haben wir so nötig, Winter. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.